Salz oder Salzverwandtes scheint bei vielen von euch von großem Interesse zu sein. Denn immer wieder erhalten wir Zuschauerpost, die Fragen zu diesem Thema enthalten. Auch unser nächster Film geht auf einen Zuschauerbrief zurück. Lieber Armin heißt es hier, zeig doch mal, wie das Salz auf die Salzstangen kommt. Natürlich wussten wir das auch nicht auf Anhieb und haben wie immer erst mal rumtelefoniert und uns angeschaut, was da passiert. Und was wir dabei entdeckt haben, fanden wir so interessant, dass wir daraus einen Film gemacht haben. Diese Frage war übrigens Anführer einer Hitliste. Die Hitliste ist das, wo Fragen draufstehen, die immer wieder kommen. Gibt es da einen bedauernswerten Menschen, der mit der Pinzette jedes einzelne Salzkorn nimmt, das in Eiweiß taucht und dann damit festklebt? Eiweiß deswegen als Klebstoff, weil man es ja essen können muss. Oder werden die Salzstangen mit einer Blumenspritze nass gesprüht und dann in Salz gewälzt? Kommt das Salz so drauf? Wahrscheinlich auch nicht. Aber bevor man das Salz auf die Salzstangen kriegt, muss man erstmal die Salzstangen haben. Dazu braucht man Teig. Der wird gemacht aus Mehl, Wasser, etwas Fett, ein bisschen Salz, etwas Hefe und ein wenig Malz. Die gleichen Zutaten sind in der Fabrik in solchen Bottichen, natürlich in größeren Mengen. Aus diesen Zutaten muss man natürlich erst den Teig machen, alles zusammenschütten. Und dann mache ich das als kluge Hausfrau natürlich mit einem Küchenquirl. Der heißt mit Recht so, weil er unten drunter zwei sich drehende Quirle hat. Damit rühre ich den Teig zusammen. Vom Teigmachen in der Fabrik sieht man natürlich gar nichts mehr. Das passiert da drin, im geschlossenen Topf. Was man davon sieht, sind zwei sich drehende Dinger von dem Rührwerk. Und unten kommt raus eine riesige Salzstange. Nein, es ist eigentlich nur der Teig, aber der am laufenden Band. Den Teig macht auch kein Mensch mehr, sondern ein Computer. Hier wird er platt gewalzt. Auch das überwacht der Computer. Und auf der anderen Seite der Maschine kommen lange Spaghettis raus. Jedenfalls sieht es so aus. Und das funktioniert im Prinzip genauso, als würde man zu Hause einen Fleischwolf nehmen, würde da oben Teig reinfüllen, würde an der Kurbel drehen und dann vorne solche langen Würste rausdrehen. Natürlich macht die Maschine das sauberer und legt die alle schön parallel nebeneinander auf ein Drahtnetz. Und auf diesem Drahtnetz laufen die langen Spaghetti durch ein dünnes Natronlaugebad. Wer im Süden von Deutschland wohnt, kennt Laugenbrezeln. Das ist die gleiche Lauge. Die ist wichtig für den Geschmack. Und noch was macht die Lauge? Sie macht die Stangen nass. Nach dem Laugebad kommen die langen Spaghetti da raus und werden hier auf Stücke geschnitten. Und diese Stangenstückchen werden von dem weißen Band auf das Backband abgelegt. Das läuft ein bisschen schneller, damit die Stangen zum Backen einen größeren Abstand haben. Und dann kommt eigentlich der Moment, wo der Frosch ins Wasser springt. Hier kommt das Salz auf die Salzstangen. Mit einem riesigen Salzstreuer werden die Salzkörnchen einfach von oben drauf gestreut. Und weil die Stangen nass sind, bleiben sie daran kleben. Und weil die Stangen auf einem Gitter liegen, fällt das, was nicht trifft, vorbei und wird immer wieder so lange nachgefüllt, bis die Salzkörnchen irgendwann auf den Salzstangen hängen bleiben. So, und wenn das Salz auf den Stangen drauf ist, dann kommen sie in einen riesen Backofen. Bei 400 Grad werden die dann gebacken. Die Salzkörnchen schmilzen nicht. Salz ist wie Stein, das schmilzt nicht. Und nach ein paar Minuten kommen sie hinten raus. Braun, gebacken. Das Braun kommt nicht von der Lauge, sondern nur von der Hitze. Unendlich viele. 1 Million in einer Stunde. Also Salzstangen, jede Menge. Ja, jetzt wisst ihr, wie das Salz auf die Salzstangen kommt. Und was vor uns hier auf dem Tisch liegt und was wir in den Händen haben, das ist so viel, wie die Maschine in 10 Sekunden gemacht hat. Stellt euch vor, das müssten wir alles essen. Auweia. Schlussklappe.